Sohn, herzlich willkommen. Oh, das ist noch einmal die Sonne auf die Glatte scheinen. Zu dieser Folge. Meinem LKW unterwegs, fahre heute Morgen nach Mannheim, hole dort einen 39 und dann der geht nach Saarbrücken, Ensdorf ans Kraftwerk irgendwo hin. Genau weiß ich es noch nicht. Ich weiß, dass das Kraftwerk weggerissen wurde oder wird oder. Fernbedienung. Und dann fahre ich zur Liebherr, lade einen 926. Fahr den auch ins Saarland an die große Autobahnbrücke und von dort nehme ich den 934 mit zurück nach Landstuhl. Also ich habe den ganzen Tag zu tun heute. Augenblick. Mach das Tor zu. Halb acht vorbei. In Mannheim kurz vor der Baustelle. Das ist nach Bordstein. Kurz vor der Baustelle. Ein bisschen Stau gehabt. Gut, das ist morgens früh, da ist das relativ normal, würde ich sagen. Parkhaus hier, da siehst du nie irgendjemand parken drin. Weiß nicht warum. Ah doch, oh, da doch, zwei Autos sehe ich. Drei. So, schauen wir mal, wo steht der Bagger? Der Bagger ist so, wie es aussieht. Der da hinten am Laden, kann das sein? Wo der steht, der Bagger. Siebenanlage steht hier. Wo sind die Löffel? Hier sind die Löffel. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich fahre mal davor, gucke, ob ich gedreht kriege. Da fahren LKWs und Scheibengleister. Lass mal den Bus hier durch, hinter mir. Oder will der nicht hier durch? Thank you.
Porsche. Neue Tasche mit Backe steht im Wege. Ja. Bin ich noch weg? Ich versuch's. Ja, ja. Ich versuch's, ums Eck zu fahren, ohne was kaputt zu machen. Vielleicht ist neben mir ein Schlauch. So, hier die beiden Löffel nehme ich mit. Ein Baudichter weiß ich jetzt gar nicht. Der auch mit soll. Moin, Kettenknecht wieder on Tour, los geht's. Der 39 wird geladen für nach Ensdorf. Thank you.
geradeaus weiter, ja. Sicher. Ich glaube fast nicht. Man könnte mal gucken, ob der Kollege mir einen Standort geschickt hat. Ja, okay. Alles gut. Immer weiter. Ah, da vorne steht ein Bagger von uns. Da steht ein Bagger von uns. Fahre ich hier rein oder fahre ich hier vorne rein? Ich glaube, ich muss ins Kraftwerk, ne? Oder? Sind die innerhalb oder sind die außerhalb? Die sind innerhalb. Einfahrt zur Tankstelle. Bleib hier mal stehen. Latsch mal vor, geh mal fragen. Container von uns stehen da drin. Augenblick. So. Ja, erster Gedanke, immer der beste. So, zurück. Ich muss zurück und das grüne Tor dahin rein. Ah, ja. Alles gut. Überlegung gewesen, ob ich nicht gleich rückwärts reinfahre. Ne? Nicht. Aber dürfte da schon vorbei sein. Alles klar.
hier gleich. Fahren wollen, hoffe ich doch. Kann ich hier bleiben? Gut. Okay. Also, geht raus. Kurz nach zwei haben wir es. Ich habe den Bagger schon geladen in Landstuhl, bin auch schon ungefähr 2 Kilometer vor der Baustelle. Hier müssen wir mal gucken, oder muss ich mal gucken, ich kann in der Baustelle zwischen den letzten beiden Baken könnte ich rausfahren. Ich habe hier schon mal einen Bagger geholt. Ist bestimmt schon ein Jahr her oder so. Dann komme ich dann später, der kommt jetzt gleich auf der linken Seite, kommt gleich ein Parkplatz, ein ehemaliger, und da fahre ich dann quasi wieder auf die Autobahn drauf. Also ich komme dann hier, wo die Wagen stehen, links, da komme ich dann wieder raus. So, jetzt muss ich hier aber mal Duismo machen. Wo die letzten beiden Baken sind, bevor es dann auf die Brücke geht. Letztes Mal bin ich schon hier raus. Die Blinkanlage an. Naja, so richtig weit auseinander stehen die aber nicht. Geht alles gut. So. Hier 934 steht, komme ich hier vorne noch durch? Ja, das geht. Hier stehen. Doch da hinten. Ach, soll ich von der anderen Seite hoch? Komm, ich fahre jetzt so rum. Moment, ich ruf mal kurz den Kollegen an. Die fahren, oder? Alles klar. Machen wir. So, also. Gut. Extra kompakt in den Rad. Also, ich fahre jetzt doch hier runter. Später muss ich da hin raus. Ah.
Der eine sagt so, der andere sagt so. Am Telefon, der Kollege hat gesagt, ich soll hinten rumfahren. Die beiden Kollegen sagen jetzt, scheiß drauf, fahr so rum. Also da vorne steht der Bagger, den ich mitnehme. Die Brückenfundamente werden auch recht klein, oder? Einfach auf der linken Seite stehen und dann Caramba. Was da hier eventuell rauskommt. Mal gleich aufsetzen, ne? Soll ich mich an der Bergstelle? Komm, ich stelle mich hier ein bisschen an der Berg. So kommt noch was durch, denke ich, rechts und links. So. Und ich bleib da stehen. Und der Bagger rufe ich später. Da ist noch ein Sieblöffel dabei, der gehört aber nicht zu dem Bagger, oder? Nee, der hat eine kleine Aufnahme. Gut, gehen wir raus. Legen mal los. So. Später auf dem Gerade noch einmal stehen bleiben kurz. Noch einmal gucken nach der Fahrhöhe. So, zeitlich passt es wunderbar. Kurz vor 3. Gute 40 Minuten fahre ich jetzt nach Hause. Die Straße, die ganze Zeit gesperrt war, die ist jetzt wieder offen. Ja, also besser laufen kann es gar nicht. So, jetzt hier nur noch rausfinden. Wie gesagt, ich muss gleich noch mal halten. Ich glaube, ich bin sehr tief hin. Ich bin sehr tief hin. Zu tief. Aber ich stand hier halt voll am Berg. Ja. Direkt an der Kuppe. Das Heck war quasi oben. Thank you.
Radio kommen. Wenn ich jetzt hier weiter hochfahre, mache ich Geisterfahre. Ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen hochfahren. Da muss ich ohnehin, ich glaube, ich muss da ohnehin, ne? Ja, da hoch komme ich eh nicht. Oder? Ja, da ist nichts, so gut. Ah, da stehen schon die ganzen Brückenteile. Ah, ist ja brutal. Das ist ja brutal. Ich habe hier irgendwo mal, entweder war es hier oder hinter den blauen Container, habe ich mal einen 924 oder sowas war das geladen. Noch mal kurz stehen. Ich gehe noch mal kurz raus, du noch mal durchmessen. Augenblick. Ich weiß gar nicht, ob die Ausfahrt hier immer noch so ist, aber es hat mal niemand Gegenteil behauptet. Als ich den 934 jetzt auf die Tiefleiter gefahren hatte, stand da 15.40 Uhr irgendwas. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, du machst doch nicht schon anderthalb Stunden hier rum. Hat aber nur die Uhr noch nicht umgestellt. Hat schon ein bisschen Bommel. So. Ich glaube, da vorne vor dem da muss ich links hoch. Das erste Mal hier war, bin ich alle Fahrten, die hier hinten an der Brücke waren, bin ich hoch und durfte alle wieder rückwärts runter, weil es halt bis nirgendwo auf die Autobahn gekommen, bis mir dann einer gesagt hat, nee, du musst hier rausfahren. Ja. Was wär's denn dolle? Sind wir wieder auf der Autobahn, das ist der Parkplatz oder der ehemalige Parkplatz. Weiß ja nicht, ob ich von hier rauskäme. Weiß ich nicht. Geht, okay. Dachte, ich setze jetzt auf. Gut. Hacke feuerfrei.
fährt mich gerade Kirchheim-Holland in die Berge hoch. Die Halde hoch Richtung Steinbrüche. Da bin ich jetzt vorbei. Habe noch keine Ansage, ob der Bagger getauscht werden muss oder nicht, ob der Bagger wieder geht. Ich fahre jetzt einfach hin. Was ich jetzt mache, ist sowieso falsch. Fahre ich nach Hause, ist es falsch. Fahre ich jetzt hierher, ist es auch falsch. Also einen Tod muss ich sterben. Hier oben auf dem Donnersbike, richtige Waschküche hier. Muss mir wieder das Navi anmachen, weil ja. Hier geht es jetzt irgendwo, da sehe ich ein gelbes Schild. Da geht es jetzt rechts raus. Gleich. Da in der Kurve. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Bagger. Das ist wie auf der Autobahn doch. Das ist es doch. Ja, aber dein Fahrstil hätte ich das kennen, aber alle Mädels, dass du auf der A6 bist. Hey, das war die A8. Ah, okay, dann geht's hier noch. Aber ich muss auf die A6, dann bin ich hier falsch mit dem A8. Falsch, Mensch, doch. Kommen. Da ist der Hof. Gut, da sind wir gleich daheim. Da vorne ist die Einfahrt. Ich habe den Bagger damals da vorne, wo die Scheuer war, der Hof rein, habe ich den seitlich runtergefahren. Dreh da oben drauf, ne? Ich lade jetzt hier die Siebanlage. Ich muss nur mal gucken auf Bilder, ob ich die jemals geladen habe. Und wie ich die geladen habe, ob das Band nach hinten oder der Trichter nach hinten. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Oh, Mittwochmorgen haben wir es. Heute Morgen bei Liebe haben einen Radlader geladen und 566. Den fahre ich jetzt hier nach Edengruben. Fahre ich ja gerade von der Autobahn runter. Dachte, ich würde ein bisschen länger brauchen, weil es war eine Viertelstunde Stau, aber das war, es lief alles doch recht gut. Jetzt sind wir in drei, vier Minuten sind wir da. Kellerei, kann das sein? Weißt du jetzt noch jemand? Ich glaube, da habe ich mal geladen. Aber schon 12.000 Jahre her oder so. Da hin, ja. Wartet er nicht. Komm, lass mich fahren. Ja, sei so gut. Ah, die Quaken, okay. Das sein. Ich fahre einfach mal hin. Bin so frei, ich fahre einfach mal hin. Danke.
und helfe alle. Danke. Ich bin schon wieder im Hof, lade jetzt hier die kleine Walze, die bringe ich nach Landstuhl in der Heliport ins Krankenhaus und danach fahre ich wahrscheinlich nach Gries, kein Plan, wo das liegt, mal gucken, und da ist ein 936, den ich dann wahrscheinlich lade, mit nach Hause bringe. Aber ich glaube, das machen wir dann die nächste Folge. Mach Schluss für diese Folge. Es ist Mittwochmittag, 12 Uhr gleich. Die Woche teilt sich. Gleich Richtung Wochenende. Dann zeige ich das alles in der nächsten Folge. Ja, bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich kacke mir jetzt gleich in die Hose wieder, wenn ich das kleine Wälzchen da seitlich drauf fahre. Ist ja nur einmal. Also, bis denn. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Ciao.